Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und dem Byzantinischen Kaiserreich, das gerade dabei ist, noch eine Invasion der Mongolen abzuwehren. Das wird auch noch ein Weilchen dauern, bis wir da fertig sind. Das ist doch alles gar nicht so einfach. Viele Truppen und viel Erfahrung, viel Kavallerie, viel Fernkämpfer. Das ist immer anstrengend, gegen einen solchen Gegner zu kämpfen. Wir haben es aber bisher, glaube ich, ganz gut geschafft. Es sieht nicht mehr so aus, als ob die Mongolen jetzt wieder Richtung Norden hochziehen würden. Trotzdem lassen wir da mal noch eine Garnison zurück und wollen da entsprechend noch Einheiten stationieren. Ähnlich machen wir das momentan in Bagdad und in Mosul. Das kostet alles einen ganz schönen Haufen Geld, aber das wird es auf jeden Fall wert sein, denn wenn wir die Mongolen nicht zurückschlagen, dann wird es bitter. Dann verlieren wir nämlich unsere Territorien im Osten und da habe ich persönlich jetzt nicht so viel Lust drauf. Was wir außerdem geschafft haben, war, wir haben Tripolis erobert im letzten Teil, bauen jetzt auch hier noch eine kleine Garnison auf. Und die Frage ist, wollen wir hier schon aus der Garnison wieder raus? Wir können sie mal gerade antesten, wenn wir da eine Einheit Speerträger zurücklassen. Sieht gut aus. Machen wir es doch so und begeben uns schon mal hier hoch wieder nach Sizilien. Das wollen wir ja ganz gerne erobern. Wir bräuchten außerdem noch einen General hier unten, um jetzt gegen diese Rebellen hier zu kämpfen. Wir hatten einen hier, aber ja, oder wir haben noch einen hier, aber der ist momentan gerade beschäftigt, gegen diese Rebellen ins Feld zu ziehen. Auch nicht ganz so leicht. Mal schauen, was wir noch machen können. Wie wäre es denn hier noch mit einer schönen, billigen Garnisonseinheit? 100 Kröten kosten die, 125 kosten die. Wunderbar. Und wie gesagt, wir brauchen noch einen General. Irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo hier noch einen General drin? Nee, ne? Ich glaube, ich habe auch keinen hier gesehen. Hier drüben ist noch eine Rebellenarmee entstanden. Darum sollten wir uns natürlich auch noch kümmern. Wie wäre es, wenn wir hier es ist mir eine Ehre, euch mal so ein paar Einheiten noch mitnehmen? Erteilt mir einen Befehl. Dann weißt du was, lass den doch mal da. Und hol mir mal hier noch irgendwie 3 Infanterieeinheiten. Ja, Herr. Und dann kannst du schon mal nach Nicea runterlaufen. Lasse die Truppen hier rasten. Wir wollen ja ganz gerne hier hin. Vielleicht können wir uns da irgendwie so auf halbem Wege treffen und aus Iconium noch ein bisschen was mitnehmen. Die Kavalleriemiliz ist nicht so teuer. Ich würde sagen, die nehmen wir auch noch mit. So. Was geht sonst noch? Wir haben Krieg mit den Polen, haben ihnen auch eine Siedlung abgenommen. Wir könnten jetzt noch Krakau belagern. Es ist die Frage, ob wir das müssen oder wollen. Wir könnten natürlich auch versuchen, einen Frieden mit ihnen zu schließen. Vermutlich würden sie das sogar machen. Wir haben eine Prinzessin, mit der wir das angehen könnten. Ja, wir sind noch im Krieg mit ihnen. Wir wollen natürlich ganz gerne hier ein bisschen Ruhe haben. Zeig mir nochmal gerade, wie stark ist denn die Armee? Wow. Okay, das da ist natürlich heftig, ne? Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Das kann ich mir vorstellen. Mit der Armee würde ich mich auch auf den Kampf freuen. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch an. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Tja, ich muss mal schauen. Ja? Interessant, die scheinen alle Einheiten irgendwie in Hallig gebaut oder in Hallig gebaut zu haben. Sehr merkwürdig. Eure Befehle, edler Herr. Wir können vermutlich noch eine Runde hier warten. Schauen, ob sie kommen. Ich glaube, eine Runde wäre es das noch wert, dass wir hier abwarten. Budapest ist eigentlich auch wieder ganz gut garnisoniert. Da bauen wir mal jetzt nichts Zusätzliches. Eure Befehle. Ja, hier drüben ist eine Rebellenarmee. Um die könnten wir uns kümmern. Nimm doch mal den Isaak, den schönen. Wie viele Einheiten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ne, Moment. Moment. Wir wollten ja hier 1, 2, 3. Wir wollten ja Einheiten nehmen, die wir auch hier fortbilden können. Ne? Ja, mach mir noch eine Einheit. Warte mal, ne, die Miliz.
passt nicht mehr rein. Okay, in die Queue. Alles klar. Dann müssen wir da noch eine Sekunde warten. Ich glaube, ich habe alles gemacht soweit. Mit dem Rundenbericht war ich durch, wenn ich mich nicht irre. Aber sieht so aus. Ja, wir haben auch Geld gespart, etc. Also das Wichtigste passiert momentan hier oben. Also für uns das Wichtigste. Jetzt haben wir mal ganz kurz die Namensschilder. Da oben ist noch ein Rebell. Da müssen wir aber auch auf den warten, oder? Habe ich noch hier irgendwo einen General drin? Nee, den aus Yerevan, den habe ich auch abgezogen. Schauen wir mal, haben wir noch hier irgendwelche Ketzer oder sowas? Nicht unbedingt. Ja, bleib mal ruhig hier stehen. Das da ist ganz okay. Gut, nächste Runde. Ah ja, drück mal bitte die Leertaste, dann geht das etwas schneller. So, was machen die Bullen? Ach, guck mal da. Sieht so aus, als würden sie uns vielleicht doch noch angreifen, ne? Ja, oder? Na, mal gucken. Vielleicht warten wir noch eine Runde ab, noch, wenn wir Krakau quasi von seiner Garnison befreien, weil wir da eine Brückenschlacht machen, dann könnte da einiges gehen. Oh, da hat er versucht, einen unserer Spione zu attentäten. Wir sollen Vilnius einnehmen. Ja, ja, natürlich, klar. Habe ja nichts Besseres zu tun, als meine Truppen da hochzuschicken, wo ich sie nicht brauche. Die Mission vergessen wir einfach. Fortschrittlichste Seite ist jetzt Dänemark. Wenn ihr einen Kampf wollt, kommt doch einfach näher. Nein, ich wollte ehrlich gesagt darauf warten, dass du näher kommst. Wir können aber mal hier noch ein bisschen drohen. Doch, nimm den General mal mit und lass mal noch so eine... Warte, wir machen das ein bisschen anders. Erteilt mir einen Befehl. So, lass mal eine Einheit mit dem General zurück hier. Natürlich. Okay, das geht nicht. Normaler Steuersatz und so weiter. Dann schauen wir mal, ist der General vielleicht das Problem? Ja. Okay, gut, der General war das Problem in der Stadt. Edler Herr? Ja. Wir marschieren. Und wir laufen hier hoch und bauen uns hier einen Wachturm hin. Den brauchen wir ja irgendwann sowieso. Drohen wir nochmal den Polen ein bisschen. Vielleicht können wir sie da aus der Reserve locken. Die Brückenschlacht, da würde ich ja echt ganz gerne machen. Rundenbericht. Produktion auf Platz 9 abgefallen. Das ist natürlich ein Ding. Dann haben wir 1, 2, 3 Volljährigkeiten. Okay, der erste ist hier. Das ist nicht ganz so toll. Der zweite ist hier in Yerevan. Das ist ziemlich gut. Da könnten wir auch einen gebrauchen. Und der andere ist in Konstantinopel. Gut, den braucht man da auch jetzt nicht unbedingt. Aber die Familie ist groß genug, dass wir hier einiges machen können. Ich muss mit dem auf jeden Fall hier raus, schätze ich. Ja. Morgen ziehen wir weiter, Herr. Tja, komisch. Warum der hier für Unruhe sorgt, kann ich überhaupt nicht sagen. Aber, naja, so ist es halt. Lauf doch mal... Heute können wir nicht weitermachen. Richtung Iconium. Ja. Haben wir noch eine Flotte, mit der wir dich runterschiffen können. Weiter kommen wir heute nicht. Es ist mir eine Ehre. Dich bewege ich schon mal hier runter. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht. Ja, jetzt haben die Mongolen das natürlich geschafft, hier über die Brücke zu kommen. Das ist scheiße. Befehle? Nennt mir den Feind, Herr. Ich habe auch keine Möglichkeiten hier. Lasst mich zuschlagen, Herr. Ich habe auch keine Möglichkeiten, hier ihn abzufangen. Wem stehe ich gegenüber? Das da gucken wir uns mal gleich an. Baubericht sagt eine ganze Menge. Aber jetzt nichts so grundsätzlich Wichtiges. Schauen wir mal, haben wir irgendwo Agenten rekrutiert? Nö. Wir haben ein paar Einheiten fortgebildet. Gut. Das sind nur Kavallerieeinheiten. Bogenschützen. 6 Stück. Wow, okay. Eure Befehle, edler Herr. Dann nimm doch mal die 6 Einheiten und lauf nach Tiflis. Und dann kannst du da nächste Runde, der ist auch recht loyal, dann kannst du auch nächste Runde wieder da hochlaufen. Gut. Ja, mein Herr. So. Edler Herr. Du läufst auf jeden Fall mal noch hier runter. Natürlich. Erteilt mir einen Befehl. Du nimmst mal hier 3 Einheiten mit. Marschiert!
bringen die Truppen zusammen. Kann ich den angreifen? Nee, kann ich nicht. Okay. Na, ja, lauf mal trotzdem. Wir marschieren. Hierhin. Okay. Hier kriegen wir wie viele unterhaltsfreie Einheiten? 5. Dann können wir hier noch zwei Bogenschützenmilizen rekrutieren. Eure Befehle? Schau mal gerade, ja, wem hier Herr. Oben jetzt. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. Das gehört jetzt echt auch den Papststaaten. Das ist doch bekloppt. Ja. Volle Segel. Papststaatenflottenverband. Okay, gut, aber hier haben wir es nicht eilig. Puh, das ist ja echt irgendwie ein bisschen doof. Ich bräuchte hier unten einen General. Weg blockiert, naja, toll. Können wir nichts machen. Dann machen wir mal ganz schnell den Baubericht. Infrastruktur aufbessern, finde ich gut. Ich glaube, mit den Mongolen, das schaffen wir jetzt so langsam. Dann können wir eigentlich wieder die Wirtschaft versuchen zu fördern. Mal gucken, was wir sonst noch so hier im Anschlag haben. Da oben war noch eine Fortbildung möglich, aber gut, ist jetzt auch egal. Ja, natürlich die orthodoxe Kapelle ausbauen. Ja, sieht alles ganz gut aus. Bau mir noch eine. Bau die Ortswache in Bukarest. Die öffentliche Ordnung hier ist eigentlich echt richtig gut. Wir bauen die Ratskammer noch. Oh, hier können wir Einheiten fortbilden. Warte mal, das machen wir aber ein bisschen anders. Erteilt mir einen Befehl. Ja, Eure Majestät. So, jetzt geht es da auch ein bisschen schneller. Ah, da war noch was. Aber gut. Ich gehe jetzt nochmal gerade durch. Alexandria baut eine Verwaltung. Okay, gut. Jetzt muss ich mal schauen, welche Stadt das eben war. Wir waren doch in Yazi vorhin. Ach, das war Nicea, wo wir nichts bauen. Ja, interessant. Dann bitte die Verwaltung. Gut. Wir haben hier noch drei Einheiten Kavallerie drin. Das müsste eigentlich hier für einen Angriff ausreichen. Perfekt. Der Tag gehört uns, Herr. Der Feind ist besiegt. Gut, schön. Den da kannst du mir ja dann mal auflösen. Und den da auch. Und dann laufen wir mal Richtung Ikonium. Versuchen wir mit ihm da ein bisschen. Oder weißt du was? Du kannst. Dann lauf du in den Hafen. Und du läufst, ja komm, du läufst auch da in den Hafen, das ist echt ganz okay. Wir brauchen halt hier unten irgendwie noch ein paar, Generäle. Gut. Wie jetzt am cleversten vorgehen gegen die Mongolen. Da fehlt uns ein Bewegungspunkt, wenn wir das mit dem Katapult machen, aber komm, wir machen es. Wir bilden echt eine große Kampftruppe. Auf dem Weg, mein Herr. Nennt mir den Feind, Herr. Erteilt mir einen Befehl. Ja, es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, komm auch mit dazu. Ja, Herr. Natürlich. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, klar. Alles runter, alles runter. Marschiert! So, ich kann hier noch ein paar Söldner anheuern. Kavarismi. Was? Kavarismi. Kavallerie. Okay, das ist so Kataphrakt-mäßig. Ja, nehmen wir eine Einheit Kavallerie noch mit. Das schadet wahrscheinlich nicht. Haben wir in Mosul noch ein paar Truppen? Haben wir. Erteilt mir einen Befehl. Befehle? Steckt ihm noch ein bisschen Infanterie rein und dann noch irgendwie zwei Fernkämpfer.
Trappe zu und da ist super. Mosul baut die Garnison weiter aus, schlage ich vor. Und Bagdad kann keine Truppen mehr ausbilden. Ja, okay, gut. Kann momentan keine weiteren Truppen zusammenschließen, das ist ein bisschen schade. Ich wäre ja dafür, dass wir mit ihm vielleicht versuchen, runter nach Bagdad zu kommen, um dann noch mehr Truppen zu bekommen. Aber gut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann war's das. Also momentan, jetzt gehen teilweise ja die Runden auch recht schnell rum. Trink schon mal einen Schluck Siegeskaffee. Oh ja, jetzt werden wir angegriffen von den Polen. Ich weiß gar nicht, ob das Part 52 momentan ist. Ja, bitte. Manchmal komme ich da auch mit dem Zählen durcheinander. Aber gut, schauen wir uns das jetzt mal an. Ich denke, wir gewinnen das hier. Hören wir uns mal die Rede an. Wahrscheinlich kurz und prägnant. Der Feind hat seine Gefängnisse und Kerker erneut gelichtet. Solche Schurken haben den Strick und nicht das Schwert verdient. Genial. Ja, viele von euch haben ja schon gesagt, in der englischen Version des Spiels sind die Ansprachen länger. Und das kann durchaus stimmen. Ich hätte auch irgendwie Lust, das mal auf Englisch zu spielen. Für ein Let's Play ist das natürlich dann immer so eine Sache. Dann muss man dauernd übersetzen und das Ganze auch. Ich meine, es ist ja so, nicht jeder spricht ja auch Englisch. Ist doch überhaupt keine Schande. Dann muss man das dann halt auch immer übersetzen. Weiß nicht, ob das auch für mich, fürs Let's Play wäre das ein bisschen anstrengend. Für die Abonnenten vermutlich wäre es auch nicht so wundertoll. So, wir stellen unsere Leute noch ein bisschen nach vorne. Okay, den General stellen wir mal dünn auf. Mit den Katapulten kann er, glaube ich, nicht bis zu uns rüberschießen. Okay, weiter nach vorne geht's nicht. Lass mal Autofeuer an. Okay, jetzt können wir schießen. Doch, er kann auch auf uns schießen. Alter, der hat irgendwie eine höhere Feuerrate als wir. Ich schieß hier vorne rein. Ich gehe mal mit dem General hier ein bisschen rüber. Aber ich glaube, er schießt auf unsere Katapulte, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh! Das heißt, wir haben seinen Gen erwischt. Da ist ja auch jeder Schuss ein Volltreffer. Gut, da verlieren wir halt schon ein bisschen was, aber ist okay. Die Verluste nehmen wir hin. Ich meine, Bogenschützen verlieren, das ist jetzt nicht das Schlimmste. Versuchen wir hier noch ein bisschen für Panik zu sorgen. Wäre natürlich taktisch auch günstig für uns gewesen, wenn wir uns nicht ganz so dicht vorne aufgestellt hätten. Da flüchten schon einige Einheiten. Komm, noch ein Treffer. Oh Mann. Jetzt Treffer. Oh Mann. Jetzt Treffer. Nee. Oh Mann. Oh. Schmeiß mal noch ein paar von den Söldnern hinterher. Ah, der hat einen Katapult mehr als wir. Gut, okay. Ah, hat eins zerlegt.
Mach mal die Brandgeschütze aus, dann schießt du ein bisschen genauer. Naja, weiter, weiter. Ich will jetzt nur nicht unbedingt nochmal den General hier auf der Brücke verlieren. Der Feind flieht von naja, der Schlacht fortsetzen. Rennt diese wertlosen Bauern nieder. Okay, komm mit dem General. Kurz pausieren. Keine Ahnung. Du hier. Hier. Hier und hier. Zum Verfolgen ist es dann schon praktisch mit der Pause-Funktion. Ja, leider halten hier meine Einheiten ein bisschen den Betrieb auf. Ja, mit mehr Kavallerie wäre da noch was gegangen. Leider hat er da doch irgendwie, leider konnte er da doch ziemlich gut, gut davon kommen. Aber gut, unsere Verluste waren ja auch niedrig. Verluste zugefügt, 169. Ja, die Katapulte sind extrem ungenau. Das ist wahrscheinlich natürlich nachher mit den Kanonen und so weiter nochmal anders. Aber gut, ich denke, dann wären wir fast bereit, um Frieden zu machen. Oh. Ja, er hat euch gerettet, aber die Polen halt nicht, ne? Oh, Ungarn betritt wieder mein Territorium? Oder doch nicht? Sah irgendwie gerade eben so aus. Ah. Okay, Leute, die Schlacht muss ich im nächsten Part machen. Und vor allen Dingen ist es wichtig zu wissen, ob wir hier unseren Prinz sterben sehen wollen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und dann wieder mit einer mächtigen Schlacht gegen die mächtigen Mongolen. Erwarten wir das Schlimmste und hoffen wir das Beste. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Part. Pax vobiscum valete.